Hallo meine Lieben, endlich ist es wieder soweit. Es ist Sarah Time. Ich habe schon wieder mega gute Laune. Es ist aber erst 8.19 Uhr. Ja, wir müssen jetzt tanken gehen und dann geht's nämlich zum Frauenarzt. Wir haben heute unseren ersten Termin mit diesem CTG, also wo wir das Gerät dann so auf den Bauch bekommen und die Herzschläge des Kindes hören, glaube ich, 20 Minuten oder so geht es. Auf jeden Fall bin ich mega aufgeregt und ich freue mich auf den Termin und auch auf den Ultraschall. Und ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, weil wir haben eigentlich echt eine mega coole Frauenärztin, dass wir die Kamera einfach mal mitnehmen und wir dort ein bisschen filmen werden und ihr dann mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Genau. Und anschließend geht es dann zu meiner Family. Meine Cousinen werden wahrscheinlich kommen mit ihren Kindern. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog und dann sehen wir uns gleich wieder beim Frauenarzt. So, dann geht's mal los. Ich bin so aufgeregt, mein Schatz. Die Kleine hat auch schon voll gestrampelt im Auto. Die ist auch schon voll nervös. Ist wirklich so, Schatz. Die strampelt und strampelt und strampelt und wird immer größer. Ich habe übrigens neue Schuhe und einen neuen Pulli an. Das sind von Gargo Fashion. 110 zu 70, der ist in Ordnung. Hi. Jawohl. Dann gehen wir gleich mal ins Labor rein, oder? Möchten Sie sich gleich darauf stellen? Aber ohne Schuhe. Gehen wir mal auf die weniger Gewicht. Oh ja, locker. Also locker. 70, 71 habe ich schon jetzt. Wiegen Sie sich zu Hause? Ja klar, schon gut. Zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Naja, man muss da nicht übertreiben. Also das Ausdrucken ist. Aber das Witzige ist halt, ich esse halt nicht wirklich mehr. Das geht so schnell das nach oben. Kind, das wächst jetzt. Das ist doch auch gut. Bisschen tun wir nochmal weg. Ja, gut, dürfen es runtergehen. Dann haben wir da 71,5. Das sind jetzt schon 10, über 10 Kilo, ich zugenommen habe. Oh je, yeah. Dann tun wir den Finger pinseln und dann das erste CTG. Uiuiui, da freue ich mich drauf. Erstmal diese Spritze, diese Piekse überleben. Das Fingerspritzen ist immer ganz schlimm für dich, gell? Ja, das ist immer das Schlimmste. Ja. Ich weiß nicht warum, ich bin da so empfindlich einfach. Das ist doch schon vorbei. Boah, ich weiß das, ich kann das gar nicht immer. Mir tut auch der ganze Tag dann immer der Finger weh. Okay, das kann auch Einbildung sein. Blute mit. Das ist es schon. Super. Weil gerade in dem Stadium, da hat es ja noch Platz, da kann es sich bewegen und wenn es merken, dann da wird Druck ausgeübt oder so, dann hauen sie oftmals wieder ab. So. Frauchen ist versorgt. Ich muss nur ein bisschen festhalten, weil die wandert immer ein bisschen. Die strampelt. Der gefällt es, glaube ich, nicht so, dass die. Die Schwierig merkt voll, wie sie immer so puff, dagegen schlägt. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann es wie der Papa. Ja, und hier, also wie gesagt, wir sind ja beim CTG. Und hier wird jetzt nochmal schön alles aufgeschrieben. Und siehst du den Herzschlag? Siehst du auch den Herzschlag? 139, ja. Das ist immer schneller. Für die, die sich jetzt Sorgen machen, macht euch keine Sorgen. Das Baby ist gut versorgt. Und der Herzschlag ist im Allgemeinen immer ein bisschen höher. Genau. Und ich genieße gerade die schönste Musik in mein Ohr. Oh, hast du gehört? Jetzt hat er zugeschlagen. Boah, krass, gell? Der Bauch wächst. Mausi! Ich liebe dich.
bin ich mal gespannt, wie groß die kleine Schuhe ist und wie schwer. Die Prinzessin ist ein Vollchecker. Ja, ist immer noch unten, in der Pole Position. Ja, schau her, wie die mit ihrem Kopf hier hat, das ist wichtig. Mrs. Very Important. Ja, also die liegt hier da völlig in der Pole Position. Voll verrückt, gell? Letztes Mal auch schon, gell? Ja, jetzt ist sie. Wahrscheinlich wird sich die normale Geburt nicht verhindern lassen. Der Kopf ist unten. Okay, so, dann liegt es darüber. Jetzt siehst du das hier wunderbar. Ja, jetzt Herzaktion, das große Gelege ist alles Leber. Diese Löcher dann da rechts von uns sind alles Lebervenen. Das ganz rechte Loch ist die Hornblase. Ja, also jetzt macht sie mal, die haben schon mal ein bisschen so Atembewegungen, ein bisschen Training, ja. So. So, der Kleinen geht's prächtig. Die ist jetzt, also die wiegt jetzt genauso 1000 Gramm und ist so etwas unter 40 Zentimeter. Also ich gehe mal davon aus, so zwischen 37 und 40 Zentimeter. Unsere Ärztin hat gesagt, es wird ja wahrscheinlich ein langes Kind. Und die ganzen 50er Klamotten, die ich daheim habe, die können wir gleich wieder verkaufen. Aber wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab. Wir selber haben keine 50er Klamotten gekauft. Das ist also alles natürlich Geschenke gewesen. Wir fangen mal bei 56 an und hoffe, dass sie dann da reinpassen wird. Was hat sie von dir, das lange Schatz? Das ist so der Riesenkind. Besser ist es. Ja, jetzt lasse ich dich daheim raus, mein Schatz. Und dann fahre ich nach Günzburg. Das Auto muss in die Werkstatt und dann holt mich Mama ab. Genau. Bis später. So, ich bin jetzt bei meiner Familie angekommen und Oma schreit schon wieder, dass sie nicht in meinem YouTube-Video dabei sein will. Okay, warte, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass Mama einkaufen war bei Lidl, gell? Und hat mir süße Babywäsche mitgebracht. Guck mal, ich drehe echt schon in die andere Richtung so. Also, dann zeig mal. So. Das ist very sweet. Ihr könnt schon reden und jetzt. okay. Ja, du mal auch hier ausbreiten hier ein bisschen. Was denn? Hier, ich habe nur eine Hand, Mama, weißt du? Ich heb's. Moi. Ja, komm, heb. Da. Dann siehst du mich hier. So. Genau. So. Dann kommentiere ich, was du mir gekauft hast. Ja, du kannst schon herkommen. Also die sind mega süß. Das sind gerade Schuhe. Mega süß, aber die sehen auch ein bisschen groß aus, ne? Ja, das sind die kleinsten, Größe 16. Ach, mei. Und dann... Wow! Die sind ja süß. Das ist eine richtig schöne Farbe, die mag ich eh voll. Das ist jetzt 0 bis 2 Monate, 50. Da fasst die locker rein, auch wenn sie ein großes Kind wird. Alles vom Lidl. Ja. Reine Baumwolle. Wow. Oder Bio oder was weiß ich. Was ist dran, wow. Das sind so Little Bullies. Voll süß. Ey, schau mal, wie groß das ist. Also da. Das, ich habe daheim Bodies in 50, die sind so mega klein, so irgendwie. Und eine Pfanne, gell? Zwei. Ja, zwei. Ich hab gesagt zwei. Ja. Super gut. Super gut. Und was da drinnen noch? Fanpost. Sieht man alles hier? Ja. Fanpost habe ich hier Geschenke bekommen. Das sind so Anhänger, gell? So für den Schnuller und so, gell? Und das ist zum Rumbeißen, glaube ich, sogar. Der Kinderwagen. Oder Kinderwagen. Ach, mei. Ja, und das ist zum Rumbeißen. Das ist Gummi nämlich. Ja. Glaube ich, da können die rumkauen. Ach, das ist richtig süß. Ah, und das kann man auch so festmachen im Kinderwagen oder so, gell? Mhm. Voll putzig. Dankeschön. Hey, ihr zweieinhalb. Ach, wie süß. Von Little Girl. Ja. Dann, was haben wir hier noch? Ich krieg lauter Babygeschenke von euch. Das ist so toll. Dankeschön. Hier Söckchen. Oh. Hier, schau mal. Der ist auch ganz süß. Das ist immer ein Drescher. Nee, so Kuschel. Schnuffeltuch. Oh,
I love Mommy and Daddy. Guck, jetzt haben wir mal was, wo beides drauf ist. Schon steht immer nur dran, I love Mommy. Sieht man das? I love Mommy steht schon nur drauf oder I love Daddy. Und jetzt steht beides drauf. Und Mützchen. Mommy's little darling. Das kriegt sie jeden Tag auf. Kleine Prinzessin, 5 Esslöffel Kuschelmaus, 10 Teelöffel Zuckerschnute, 2 Kilo Mini-Diva, 3 Esslöffel Mamas Spatz. Mein Gott, wie süß. Auch mit Karte. Oh, mal kurz rein. Welcome, little princess. Mein Gott, danke schön. Hey, wie süß das ist von der Jennifer. Danke, Jennifer. Voll schön, gell? Über sowas freue ich mich voll. Und nochmal ein Paketchen. Oh. Wie nennt man die? Ein Mobile. Mobiles, gell? Mhm. Das ist ein stylisches Mobile. Das kannst du ins Kinderzimmer hängen. Ja, das kann man auch über die Wickelkommode hängen. Dann kann die auch ja, was genau. Zum ja, genau. Und die Farben passen perfekt, weil unsere Wände sind so. Aber ich glaube, das habt ihr bestimmt gesehen, ne? Hallo Opa. So. Umswitchen. Ja, switch mal um. Voll süß. Dankeschön. Jetzt ist meine Cousine auch gekommen und ihr habt es ja auch schon mitbekommen. Die hat auch ein Baby. Also beide Cousinen haben Babys und Schwester auch und alle. Und jetzt muss ich euch mal die kleinen Füßchen zeigen. Das ist so süß. Schau mal. Ei. Ei, Mausi. Okay. So, jetzt ist meine andere Cousine auch da mit der Kleinen. Jetzt sind wir vollständig. Ja. Und bald sind wir noch mal eins, gell? Bald haben wir noch mal eins. Wie sie reinschaut. Ja, immer. Krass. Das wird so eine richtige Selfie-Queen. Witzig. Schau mal. Und jetzt hast du Schluck auf, gell? Mhm. Schau mal diese schönen Schüchchen an. Mein Gott. Ich bin so verliebt. Unvorstellbar, dass ich auch bald eine kleine Prinzessin im Arm habe. Ja! So, wen habe ich hier wieder am Start? Julia! Ja, wir gehen jetzt essen, weil ich habe voll Hunger. Und Julia hat mal wieder gegessen. Jetzt bin ich wie so ein Verfressener. Mal wieder? Ja! Wenn sie mit mir essen geht, dann gehe immer nur ich. Also ich bestelle mir was. Ziehe ich die nicht? Nein, ich möchte nicht. Ja, und heute habe ich jetzt schon nichts gegessen, jetzt, damit ich Hunger habe. Ja, auf jeden Fall. Esse ich halt dann alleine. Ach, Julia wird sich schon auch eine Kleinigkeit bestellen. Ja, klar. Alibi essen. Ja, ich habe jetzt gerade mein Auto abgeholt und ich muss sagen, es war übelst teuer. 481 Euro für Inspektion und allem drum und dran. Ja, somit ist mein Auto-Scheckheft gepflegt. Weil wie viele von euch wissen ja schon, dass ich und Domi uns ein neues Auto bestellt haben. Das kommt im November und dann werde ich dieses Auto verkaufen an euch. Also von meiner Familie braucht es niemand. Wir haben alle Autos. Also wenn ihr das dann haben wollt, dann müsst ihr... Ich sage euch aber dann eh nochmal Bescheid, wenn ich das verkaufe. Genau. Das ist ein schönes Auto, das habe ich jetzt schon 2 Jahre. Genau, und ich gehe jetzt essen. Ich habe nämlich immer noch Hunger. Man, mich nervt es so. Es sind 500 Euro. 500 Euro. Einfach so, ciao. Ich pack's echt nicht. Autos sind teuer. Julia weint gerade. Sie hat nämlich gerade gespürt, wie die Kleine in meinem Bauch kühlt und zeigt seine Tränchen. Ey, das ist so faszinierend. Sag was, Maus. Auf jeden Fall, wir essen gerade Tiramisu. Und für unser Ego lassen wir nur so ein Stück liegen, weil wir keine Fresssäcke sind, Leute. Die zeigt sich, ne? Die muss jetzt ausmachen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und niemand ist daheim. Ich glaube, der Domi ist noch im Fitnessstudio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Genau, ich cutte jetzt schon das Video und gehe dann schlafen.